Und hier schon der nächste Teil. Wir befinden uns noch immer auf dem Weg nach Alexandria. Nicht du schon wieder. Und ich bin froh, euch die einzelnen Teile in so guter Qualität zu zeigen. Das Spiel ist wirklich der Wahnsinn. Und es macht sowohl im Livestream als auch in diesen einzelnen Streams total viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wer hochsteigt, fällt hoch hinunter. Könnte hier stehen, oder? Vor allem die kleine Schrift hier oben. Aussichtspunkt Nummer 3. Nach dem alten Mann müssen wir natürlich das Buch wieder bringen. So querfeldein möchte ich auch mal gehen können. So locker vom Hocker. Ups. Ein bisschen umständlich. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Wow, das war ein toller Sprung. Aus dem Weg! Die Dinger bringen leider nichts. Ich glaube, 10 Punkte bringen sie. Ansonsten hätten wir ein bisschen was zu tun. Was ganz lustig ist, wenn wir unsere Fackel anzünden, können wir hier die Feuer entzünden. Also es ist wirklich ziemlich schön detailreich. So, da haben wir den jungen alten Mann. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Ui, wir haben einen neuen Level erreicht. Level 8. Heresie ist es shit. Schelik? Enis Sejeriet. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie?
Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Nie, nie. Nicht her. So. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Yamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen. Und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Was ist los? Komisches Auslösen. Eine Opfergabe von einer Räuberbande überwältigt, ha? Huh? Lautlos wie Geister. Onkel Weihe. Waffen Onkel im Tempel. Weihe. Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Weihe. Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! So. Also, gehen wir mal in die Missionen. Und... Wo sind die Kleinen? Entschuldigt kurz. So. Also, wo finden wir die? So, haben wir alle. Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Nyla, verfolgst du mich etwa?
Asena, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Soris, schlag zurück! Hilfe! Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Solche Kinder. Käfer, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Kommst du nicht mehr hoch? Ich habe Angst. Oh. Ganz ruhig. Okay. Ich helfe dir da raus. Hier lang. Danke, Onkel Bayek. Das war das letzte Kind. Ich sage Menehet, dass die Kinder sicher sind. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt. Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Menehet, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Achain Jed Jedef Sentaar. Hembaach Chemech. Weh Chemech Jed. Char Chemech. Inek Itie Neb. Cherben Tere. So, jetzt müssen wir erstmal den Papyrus finden. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Goldhaube See. Schon da oben. Mein hoch. So. Hm.
Wo soll's hier sein? Tja, so komme ich da irgendwie nicht dran. Weiß nicht, warum nicht. Naja, egal. Die Pflanzbecken, Pflanzbecken. Kohlebecken brennen überhaupt nicht. Gehen wir auf den Markt. Und suchen nach den falschen Katzen. Herr, Herr Rubinet! Sam? Herr Nachte! Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Aber da ist ja nur Stroh drin. Erzähl mir, was du brauchst, Freund. Meine Schwester hat eine Statue bei dir gekauft, die in zwei Teile brach. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzen. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Dafür werde ich keine Drachme bezahlen. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Ja!
Da ist es doch ganz praktisch. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Niemand wird deine Leiche finden, wenn wir sie den Krokodilen vorwerfen. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Reh lebt. So eine Schande. Ich muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwie in die... Uiuiui. Was war das? Wow. Whoa.
sind jetzt zu zweit. Das ist nicht okay. Eine geht vor. Erwischen lassen. Hey, wir... Stirb, du Mane! Das Fell über die Ohren, wenn du nicht aufpasst. Wir kommen schon klar. So wie immer. Irgendwas beobachtet uns. Hey, stirb, du Sau! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Thank you.
Jetzt wird Menehet Ruhe haben. Es ist endlich getan. Hey, was? Hey. So. Jetzt brauchen wir aber keine Nacht mehr. Kommt mir da? Immer diese Doppelbelegung. So, und damit ist dann dieser Stream auch wieder mal vorbei. Wir haben Level 8 erreicht. Und es geht richtig schön weiter in der Story. Wow, schöner Hops. Vielleicht sollten wir aber die Straße benutzen. Obwohl, das sind dann dauernd die Soldaten unterwegs hier. Somit ist der 15. Stream, denke ich, auch ein schöner Erfolg geworden. In den Tempel reiten wir ein, das ist ein Frevel, bestimmt. Junger Mann, wo sind Sie? Mehmet, wo bist du? Mach mal mit. Mal, wie weit denn noch? Warum stellst du dich auf der anderen Seite diesmal? Da bist du ja. Ich habe mich... Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Was? Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Diese Quest werden wir aber nächstes Mal erst sehen. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo bitte da. Danke.